Sehen Sie mich? Wiederaufnahme? Ja. Verstehen Sie mich? Ja, ich verstehe. Ja, genau. Mit dem T-Shirt dürfen Sie nicht mit der Gruppe mit zum Ehrendenkmal mit vorlaufen. Wegen dem Sowjet-Bezeichnung. Sie müssen sich verdecken entweder oder Sie müssen hier bleiben. Also wenn ich mir jetzt eine Jacke anziehe, kann ich wieder rein? Ja, aber Sie gehören doch nicht zu der Gruppe hier, oder? Sie sind doch dazugekommen später. Nee, ich gehöre zu dir. Ich habe auf die gewartet. Später dazugekommen. Ich habe auf die gewartet. Ich habe auf die gewartet. Okay. Nein, Sie gehören nicht mit der Gruppe zusammen. Ich habe auf die gewartet. Wenn Sie zusammen reingehen wollen, müssen Sie das ausziehen. Ich kann mir die Jacke anziehen. Nein, dreh das T-Shirt um. Sie gehen dann so rein. Dann machen Sie es wie gleich wieder vor. Sie ziehen die Jacke wieder aus und dann nein. Das machen wir nicht. Sie ziehen das T-Shirt einfach an nach vorne an und dann können Sie rein. Verstanden? Wenn ich mir die Jacke anziehe, ist sie nicht sichtbar. Nein, dann ziehen Sie die Jacke drin wieder aus. Das will ich nicht haben. Also. Sie können, der Kollege sagt, Sie können das T-Shirt umdrehen und dann Jacke drüber? Aber mit der Gruppe geht so nicht mit. Tragen Sie Ihre Jacke an das Gruppe? Nein. Wann denken Sie dich? Ich habe aber auch keinen solchen Zeichen. Was für ein Zeichen? Das ist ein Feuerzeichen. Es ist an sich, das ist erlaubt, dass Sie sich jetzt zeigen, aber drin in der Fahnenstätte, für gestern und für heute nicht. Warum? Was ist denn da bestellt? Ich kann auch begründen, warum. Ja, was ist die gesetzliche Grundlage dafür? Das ist eine Allgemeinverfügung. Nee, Moment mal. Wer hat das befohlen? Da muss einer befehlen, der tippt keine allgemeine Grundlage. Also, was wird nicht befohlen? Ah, ihr könnt jetzt sagen, er darf eine T-Shirt SSSR. Ey, die haben uns befreit. Was erzählt ihr? Was erzählt ihr? Ich habe nur die Beine. Naja, er darf mit dem T-Shirt nicht zur Veranstaltung. Für die Leute, die uns befreit haben, mit dem Emblem von dem Land, was uns befreit hat. So richtig, anscheinend schon, ja. Das ist ja in Deutschland, ist es... Ach, du bist Russe, super! Es ist ja so passiert, dass in Deutschland wieder zu viele Nazis... Nee, die sind keine Nazis, das sind Polizisten. Die machen ja nur ihre Arbeit. Ja, die kriegen aber die befehlen geben. Ja. Nee, das sind auch keine Nazis, das sind Angsthasen, Arschlöcher, Schisser. Die sich nicht trauen, eine Verantwortung zu übernehmen. Das sind die Richtigen. Nichts anderes. Du bist hier völlig richtig. Snami Bok! Bezahlt, wahrscheinlich nicht. Ja. Wahrscheinlich habt ihr das alles schon vergessen. Schönen Tag noch. Genau. Ja, brauchen wir nicht weiterreden. Genau, wenn es an die Wahrheit geht, brauchen wir nicht weiterreden. Ihr sollt eigentlich für unsere Schutz da sein und nicht ja, genau so zu machen. Genau das ist es. Ihm verbieten, Russen mit der russischen Fahne hier aufzutreten. Leute, ihr müsst euch schämen. Das Sie haben mir vorher die Flaggen weggenommen, dabei wurde mit dem Schmeinlassen. Wegen T-Shirt haben Sie nichts gesagt, ich bin reingekommen. Und dann von der Kriminalpolizei, ich habe mich scharf gehalten und bei den Kollegen. Das ist eine Frechheit, Gott. Das ist eine Frechheit. Bei meinem Gang wurde nichts gesagt. Ja, ihr meldet nicht, wenn ihr nach seiner Meinung sagt. Das kann ich durchaus verstehen, weil ihr Befehlsempfänger seid. Ihr braucht nicht denken. Jetzt habe ich auch Verbot, da reinzugehen, weil am Eingang sie ihre Arbeit nicht gemacht haben. Ich habe 5 am Lieferkräfte. Ja, die Entscheidung kam direkt vom Biwak 1. Ja, schön gemacht. Wenn ich fragen darf? Ja, will ich Ihnen ja gerade gerne fragen. Okay, gerne. Das sind wirklich Fragen der Lastwerke-MC, die werden in Verbindung gebracht mit den Regelungen der Allgemeinverfügung. Und deswegen ist ein Betreten für Sie nur ohne Insignien in der Nachprüfung möglich. Aber ganz andere Bilder überall kann man machen, nur jetzt hier nicht. Genau, weil wir nur für diese Bereiche, die ausgewiesen sind, eine Allgemeinverfügung haben und darunter sind Ihre Symbolen zu subsumieren. Dass sie verboten wurden, ist mir aber neu. Deswegen kann ich es nicht. Alles klar. Willkommen 1933. Ja. Wir werden jetzt nicht reingelassen, Frau Park.
Blumen niederzulegen und den Gefallen zu ehren. Aufgrund einer allgemeinen Verfügung, die nur für diesen Bereich gilt. Da hieß es, wir sollen die Gilets ausziehen. Und dann könnten wir das machen. Also quasi die Symbolik von den Nachtwölfen wäre verboten am heutigen Tag hier. Wir werden ja trotzdem die Blumen niederlegen. Trotz dessen, zwar wir dürfen nicht reingehen, aber wir machen es hier vorne vor dem Bogen. Wir nehmen mal die Blumen nieder und ehren so in dem Sinn die Gefallenen im Zweiten Weltkrieg. Ja, also Sie können, also Ihre Identität als Nachtwölfe, also diese Weste ist Ihnen schon wichtig, das können Sie nicht ablehnen, dann würden Sie etwas von sich selbst abgeben. Ja? Natürlich, natürlich. Das ist wie eine zweite Haut, oder? Das ist die zweite Haut. Oder eher gesagt, die erste Haut, wenn man so will. Und das legt man nicht einfach so ab und das werden wir auch nicht tolerieren, sowas. Ja. Okay. Aber sind Sie dann zufrieden mit dieser Art, das Gedenken zu ehren? Wenigstens so. Wir machen es wenigstens so, zufrieden natürlich nicht. Mhm. Treptower Park ist ein wichtiger Platz. Und was man da nicht rein darf heute an so einem wichtigen Tag, Tag des Sieges, ist natürlich, ja, das wird natürlich an uns ein bisschen nagen. Ja. Und das mit dem Gedenkstein und dem Baum für den Veteranen, von den deutschen Veteranen, können Sie etwas noch was dazu erzählen? Gibt es da was Aktuelles? Baum wächst? Oh, den Herr Stenzel, ja, glaube ich. Ja. Beim Stenzel. Also dieses Jahr waren wir nicht beim Baum. Ja. Aber soweit ich gehört habe von unserem Freund, wächst und gedeiht. Aber wir waren gestern auf dem Grab bei Erhard Stenzel und haben ihn dort auch niedergelegt. Und natürlich, wir konnten ihn Gott sei Dank noch wohl aufbeleben. Zwar nicht lang, deswegen ist es uns sehr wichtig, auch dort zu sein oder dort gewesen zu sein. Und würden Sie noch einen anderen Veteran, der noch am Leben ist, aufsuchen für eine ähnliche Aktion? Ich würde erwachen, natürlich. Ja, natürlich. Kann losgehen. Schagur, marsch, wollt ihr? So heißt es. Jetzt für dich bitte. Genau. Ja. Weil die wir. Wer provoziert die ganze Zeit? Wer provoziert? Ja, ja, ja. Lassen Sie einfach die Teilnehmer in Ruhe, ja? Молодцы, спасибо вам! Rosia! 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 Ros
Давай здесь, встали здесь. Да. Аби. Браво, ребята, спасибо. Спасибо большое. Так еще и Алис. С Днем Победы. С Днем Победы, с праздником. Передаю привет нашим братьям, которые не добрались до Берлина. Произошла большая авария. Лежат в полиции. Братья, сестры, сестра, выздоравливайте. Мы за вас доехали до Берлина, возложили венки и цветы в этот знаменательный день. Люди нас встречают, как всегда, с теплой душой. Поэтому я благодарю вас всех. Не забывайте этот день. Память – это все, что у нас осталось. Спасибо. И по традиции два отрезных, один раскатистый. Ура! 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 И что скажу? Я! Я ведь шантаж сметарей, то что я про вас, а ты ведь сопати про вас. Ники не стали с нами, а про нас выздоровствуем. Россия! 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 Россия!